Weiß-Blau, Gelb-Weiß-Blau. Nein, keiner hält uns, keiner hält uns auf. Wahrscheinlich das größte Spiel der Saison direkt am Anfang und ich bin natürlich mit der Erwartung reingegangen, dass wir das Ding hier gewinnen und das hat am Ende auch geklappt. Von daher bin ich überglücklich, dass wir jetzt schon mal zwei Punkte auf der Habenseite jetzt verbuchen können. Ja, es war interessant, es heute mal oder auch die ganze Woche die Vorbereitung auf das Hagen-Spiel aus der anderen Perspektive zu sehen. Also in den letzten Jahren immer mit Hagen trainiert und jetzt das erste Mal auf das System, was sie spielen, vorbereitet und da sind natürlich ein paar Schwächen, das ist ganz klar ihre Verteidigung und die haben wir heute super ausgenutzt. Wie bereitet man sich vor auf ein Spiel gegen Phoenixhagen? Man guckt viel Video von den vergangenen Spielen von Hagen und versucht ihre Spielsysteme so gut wie möglich und so akribisch wie möglich herauszufinden, wie genau die Laufwege sind. Und dann versucht man ihnen ihre Stärken, was in erster Linie der sehr sichere Drei-Punkte-Wurf ist, versucht man ihnen die Schwächen wegzunehmen. Und das hat heute wunderbar geklappt. Meinst du, es ist euch gelungen, ja? Ich kenne jetzt die Statistiken nicht, aber ich sag mal, das Ergebnis spricht für uns. Wobei, am Ende sah es dann teilweise noch mal ein bisschen knapp aus. Gab es auf Messerschneider, wenn Devin White das Ding trifft, irgendwie 16 Sekunden Verschluss. Das ist normal hier in Hagen. Selbst wenn man mit 20 Punkten, 30 Punkten zur Halbzeit führt, heißt das noch lange nicht, dass das Spiel gewonnen ist. Dafür sind sie bekannt. Deswegen wurden hier auch schon Mannschaften wie Alba Berlin geschlagen in dieser Halle. Das ist ein absoluter Hexenkessel und von daher ist unser Sieg heute noch höher zu bewerten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es war wahnsinnig, wie die Stimmung hier war, als wir eingelaufen sind. Diese ganz neue Atmosphäre. Ich meine, es war schon immer laut und voll hier, aber diese neue Atmosphäre, an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren und so einen super Empfang beschert zu bekommen, da möchte ich mich nochmal bei den Hagener Fans bedanken. Ich meine, wir haben uns ja auch nicht im Bösen getrennt. Das war ja eine gütliche Einigung und so ist das im Sport. Spieler wechseln die Mannschaften und ich bin halt immer noch der Hagener Jung und werde auch in Zukunft immer gerne in die Ischelandhalle, wie ich sie immer noch nenne, zurückkommen.